50 Jahre Blackfoss. Die gute Nachricht zuerst. Zum Jahresende gibt es noch mal eine große Jubiläumsshow. Die schlechte: die beiden letzten Gründungsmitglieder der kölschen Kultband hören dann auf. Hallo zusammen. Einmal werden wir sie noch gemeinsam in der aktuellen Besetzung auf der ganz großen Bühne erleben. Mit einem spektakulären Silvesterkonzert in der Lanxess Arena werden die Blackfoss ihre Jubiläumstournee beenden. Danach werden aber die Urgesteine Bömmel und Erri nicht mehr dabei sein. Schlechte Stimmung deswegen? Fehlanzeige. Da kann man eh noch eine Kaffee mitbringen. Nein, ich geh selber. Hey, die sind schön gefedert, die Sitze hier. Erst haben sie alle noch rumgealbert auf der Pressekonferenz zum Abschluss der Jubiläumstournee. Doch dann wurde Bömmel Lückerath ernst. Erri und er hören auf. Wir sind inzwischen in einem Alter, wo wir sagen, werden es langsam zick, dass man Schluss macht. Manchmal wird man dann allzu viel, doch wer kann schon so wie Heaven. Ein Paukenschlag. Es ist erst ein paar Wochen her, dass die Föss zehntausende Fans auf dem Roncalliplatz begeistert haben. 50 Jahre plus 2 Corona-Jahre, jetzt sei genau der richtige Zeitpunkt zum Aufhören, meint Erri Stockloser. Den Entschluss, das jetzt doch zu beenden, den habe ich wirklich auch jetzt erst vor einem Monat getroffen, nach den 3 Tagen Roncalliplatz, so nach dem Motto, und das wird mir jetzt keiner böse nehmen, schöner kann man die Bühne nicht verlassen. Also das war so ein einmaliges Erlebnis, diese 3 Tage da. Das kann man emotional überhaupt nicht beschreiben. Damit gehen die letzten beiden Gründungsmitglieder der Blackfoss in den Ruhestand oder auch Unruhestand. Erri freut sich aufs Reisen und Bömmel auf Musikprojekte mit Kölner Schulen. Ja, ich werde schon die Bühne irgendwie, sagen wir, insofern vermissen. Wenn man das 52 Jahre gemacht hat, dann ist man das gewöhnt. Aber ich glaube einfach, man gewöhnt sich schnell auch an andere Dinge wieder. Anfangs haben sie noch Englisch gesungen, bis sie als Blackfoss dann auf Kölsch durchgestartet sind. Nach und nach sind alte Bandmitglieder gegangen, neue gekommen, doch Erri und Bömmel waren die Konstanten bis jetzt. Die wissen hoffentlich, was sie da tun, ja? Und können das verantworten, ja, ihren Fans gegenüber. Es ist Zeit, ne? Es ist Zeit. Sie sind ja alt genug, ne? Ich bin ja mit ihnen groß geworden. Alles Gute, sollen sie das restliche Leben genießen. Bist du noch mal um Putz hauen? In Zukunft werden die Blackfoss nur noch zu 6 auftreten. Die Band habe sich so gut neu formiert, dass jetzt ein passender Moment für eine Übergabe ist, meinen die Gründungsmitglieder. Die Jungs, die haben auch im Laufe der Jahre, in denen wir zusammengearbeitet haben, gemerkt, wie so unsere Zusammenarbeit ist, wie unsere Philosophie ist und wie unser Denken ist. Das Erbe der Föss und vor allen Dingen das Liedgut, das sind ja über 400 Lieder. Also wenn sie davon 50 am Leben erhalten, reicht mir das schon. Und vielleicht gibt es ja hin und wieder auch ein kleines Nachspiel. Die Jungs haben auch ein Angebot gemacht, die haben gesagt, in Zukunft, wenn schöne Veranstaltungen sind, so was Außergewöhnliches wie Tanzbrunnen, Philharmonie oder Milovic, wenn ich Lust und Spaß und Laune hätte, jederzeit als Gast zu kommen für 2, 3 Lieder, so, dann schauen wir mal. Erstmal haben sie aber noch einige gemeinsame Auftritte bis zum großen Abschluss an Silvester.